Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Anruf bei. Mein heutiger Gesprächspartner ist Frederik Zechhäus. Er ist Key Account Manager im Bereich Werbemittel bei der Karl Knauer KG und wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit. Hallo, Herr Zechhäus. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag hier aus Biberach, aus unserem neuen Verkaufsbüro. Schön, dass Sie da sind. Erst vor kurzem wurden ja die PSI Sustainability Awards zum 6. Mal vergeben und der Name Karl Knauer fiel hierbei ja gleich mehrfach, unter anderem direkt in der Kategorie 1. In dieser Kategorie geht es um zertifizierte Maßnahmen zur Sicherung des Qualitätsmanagements, also um die Economic Excellence des Unternehmens. Herr Zechers, wie spürt man denn Nachhaltigkeit bei Karl Knauer im Alltag? Also bei uns ist es ja so, wie ich auch schon bei dem Bewerbungsvideo geschrieben habe, dass bei uns das Thema Nachhaltigkeit, ja, das mit dem Leben, ja, komplett, das ist wirklich komplett durch das ganze Unternehmen spüren. Ja, das ist absolute Unternehmensphilosophie und bei mir persönlich fängt das Thema Nachhaltigkeit damit zum Beispiel an, dass ich meinen Sohn in die eigene Kita hier fahre, ja, in die Fliegerkiste. Dann lade ich den dort ab und fahre dann ins Unternehmen. Ja, so nachhaltig, sage ich mal, startet mein Tag. Dann spürt man das Thema Nachhaltigkeit hier zum Beispiel durch papierlose Büros. Wir haben 100% papierlose Büros. Wir haben 12 Ausbildungsberufe. Also Sie sehen überall, sehen Sie ganz viele Auszubildenden rumlaufen. Haben auch Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, haben Mitarbeiter mit Behinderungen. Also Sie sehen eigentlich an jeder Ecke irgendwas mit, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Natürlich, wenn Sie in die Produktion unten laufen, sehen Sie die Produkte, mit denen wir arbeiten. Das sind ja alles Materialien, die nachwachsen sind, also Karton, Papier und Wellpappe. Also Sie spüren es eigentlich an jeder Ecke, dieses Thema. Ja, Nachhaltigkeit durch und durch, würde ich sagen. Der Name Karl Knauer fiel bei der Preisverleihung ja auch noch ein zweites Mal, und zwar in der Kategorie Social Initiative. Bei Ihrer Initiative geht es ja ganz stark um Natur- und Umweltschutz. Fliegerkiste haben Sie gerade ja auch schon selbst gesagt. Vielleicht erklären Sie noch mal ganz genau, was sich hinter dieser Initiative verbirgt und was sie so nachhaltig macht. Genau, es sind ja mehrere Initiativen, die wir hier bei uns im Karl Knauer haben. Diese Initiative, mit der wir uns auch beworben haben, ist erst einmal diese Bienenwiese. Ja, wir haben ja jetzt quasi 60.000 neue Mitarbeiter in Form von Bienen, die für uns eben Honig produzieren und was wir dann als Kundengeschenke übergeben. Das ist was ganz Tolles, eben dieser ökologische Ansatz. Und der soziale Ansatz dann, glaube ich, was ich am Anfang auch gesagt habe, ist dann die Fliegerkiste, die Kindertagesstätte, wo man die Kinder mit reinbringen kann und ja, wo eben diese Life-Balance dann ganz gut funktioniert, Work-Life-Balance. Genau. Ja. Das sind so die Initiativen, sage ich mal, die wir da leben. Wir haben noch eine eigene Stiftung, die wir seit 25 Jahren haben. Und da haben wir dann auch schon circa eine 500.000 Euro in örtliche Einrichtungen, Altersheime oder sowas dann gesteckt, ja, und diese dann damit zu unterstützen. Auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich und kein Wunder, dass Sie da gewonnen haben in dieser Kategorie. Sie gehören ja nicht zum ersten Mal zu den Preisträgern bei dem Award. 2019 waren Sie ja sogar Sustainable Company of the Year. Was war es denn für ein Gefühl, jetzt einmal mehr zu den Gewinnern des Awards zu gehören? Und wohin wollen Sie als nächstes mit dem Thema Nachhaltigkeit? Gibt es da schon Pläne? Es ist natürlich so, dass Nachhaltigkeit in jedem Unternehmen, glaube ich, als erstes halt auch mal Geld kostet. Sagen wir es einfach mal so, man muss ja ein gewisses Geld in die Hand nehmen, ja, um dann das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Ja. Und gerade halt natürlich mit solchen Preisen, da fühlt man sich halt auch bestätigt, ja, dass das halt dieser Weg, den wir da gehen, dass der richtig ist, ne, dass der eben auch zur Kenntnis genommen wird. Das ist für uns natürlich ganz wichtig, dass wir wissen, ja, dass wir machen das Richtige. Und das, ja, mit jedem Preis, ob es der Hauptpreis ist oder irgendwelche anderen Preise aus unterschiedlichen Kategorien. Wir freuen uns über jeden Preis, weil wir halt auch wirklich jedes Jahr unsere nachhaltigen Projekte weiter voranbringen. Das sind ja immer laufende Prozesse.
Also ich habe jetzt auch diese Bienenwiese, die Kindertagesstätte, die Stiftung oder sonst irgendwas. Das ist ja was, was nicht aufhört. Das sind ja ständig, das läuft ja ständig und natürlich gibt es ständig da auch immer Arbeit dran. Deswegen wird das Thema Nachhaltigkeit natürlich bei uns nie aufhören. Ja. So wünschen wir es uns ja auch. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großartiges Engagement, das Sie da an den Tag legen. Damit nimmt Karl Knauer ja auch eine echte Vorbildfunktion in unserer Branche ein. Wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich und wünschen Ihnen noch viel Erfolg mit Ihren Initiativen und mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Karl Knauer. Vielen Dank auch, dass Sie heute dabei waren, Herr Zechers. Es hat mich sehr gefreut und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, danke sehr. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und hoffentlich auch mal bald wieder live. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss. Genau.